einen wunderschönen guten Morgen. Ich sitze jetzt schon seit 2 Stunden am Computer. Und die geilste Spende überhaupt. Ein neuer Rekord. Ich blende euch hier ein. Oh mein Gott. Ich kann es wirklich kaum glauben. Also das ist, gerade auch mit dem 1000 Liter Tank, das wird mir den ganzen Sommer so viel Arbeit ersparen. Und an dieses Projekt gehen wir jetzt sofort. Mal gucken, ob wir es bis Samstag, bis ich dieses Video online schaffe, schaffen, einen 1000 Liter Tank hier zu haben. Das ist alles Schokolade. Wieder Dumpster diven. Das ist Müll. Das ist Gemüse. Und schaut mal, was hier ist. Alles voller Schokolade und Mandeln. Richtig viel. Hab schon so viele Kartons hier im Auto. Eier auch. Mein Nachbar war ja vorgestern hier und ich habe dem ein bisschen was von dem Dumpster Diving erzählt und er fand es auch gut. Und ich will ihm alles schenken. Ich will jetzt gar keinen Zucker mehr konsumieren. Eventuell, ich gucke, ob ich gerade mit großen Worten spuck, werde ich mich die ganze Woche lang roh vegan ernähren. Weil es gibt eine neue Herausforderung, eine neue Challenge. Diese Gasflasche, kurze Geschichte, die habe ich vor 2 Jahren einem Freund geschenkt. Wir hatten hier unten einen obdachlosen Punker, der sich aus Büschen und Nestern hier bei uns ein Nest gebaut hat. Und der hat für mich eine Steintreppe gebaut, zeige ich euch später. Und ich habe ihm dafür so eine Gasflasche geschenkt, weil er hat von anderen Freunden einen Ofen geschenkt bekommen. Und dank uns hatte er dann Ofen, Gas und alles geschenkt bekommen. Und er ist von einem Jahr wieder ausgezogen und hat mir dann die Flasche wieder zurückgegeben. Und die ist jetzt leer. Und ich habe kein Geld, mir neues Gas zu holen. Das heißt, gestern Abend, muss ich sagen, hatte ich einen kleinen Tiefpunkt und bin dann Dumpster-Diven gefahren. Und ja, würde ich sagen, schauen wir mal, was hier alles so drin ist. So, was ihr jetzt nicht gesehen habt, ich musste jetzt erstmal ein Food Force gehen, das Stativ holen. Wollte mich jetzt eigentlich frisch machen. Aber ich denke mir, ich zeige euch, wie ich bin. Ich bin, wie ich bin. Mit dieser Gamlinghose, so schlafe ich. Und jetzt zeige ich euch mal, wie das normal abläuft, wenn ich Dumpster Diven gehe. Also ich war gestern bei der Mülltonne abends. Dann verstaue ich das in der Regel regelfest und sortiere es dann am nächsten Tag um. Dann schauen wir uns erstmal die Sachen an, die von letzter Woche übrig geblieben sind. Also auch hier die Mäuse sind allgegenwärtig. Und ich weiß mittlerweile, Mäuse lieben Avocado. Äpfel scheinen die nicht so sehr zu mögen, aber auch hier knabbern die dran. Und ja, jetzt machen wir erstmal Platz frei. So, 3 Säcke sind aussortiert und die sortieren wir jetzt mal gemeinsam aus. Also ich muss sagen, so früh morgens bin ich voll gerädert. Und ja, für den einen oder anderen, wir YouTuber oder zumindest bei mir, ist es so, wenn ich vor Kamera spreche, das ist teilweise wie so ein Bühnenauftritt. Also entschuldigt, wenn ich manchmal so richtigen Quatsch rede. Das kommt aufgrund der Nervösigkeit oder was auch immer. Aber dann schauen wir jetzt mal hier rein. Trauben, also ganz oft ist das immer noch in so extra Plastik verpackt, so wie das. Also ist alles oft 2-3 Mal in Plastik verpackt. Mango wie immer, Apfel wie immer. Ich zeige euch mal, wie das hier aussieht. So, Tüte aussortiert, hauptsächlich nur Trauben und Erdbeeren, ein paar Orangen und 4-5 Mangos. Den Rest schmeiße ich wieder zurück in die Mülltonne. Da war rote Beete, die ist aufgegangen und jetzt ist hier überall rote Beete. Ey, voilà, 1,5 Stunden später, alles ist sortiert. Und diesmal will ich hier fast gar nichts von essen, muss ich sagen. Also die Hälfte alles hier links, das ist alles Zuckerware. Und ja, das will ich nicht essen. Ich hoffe, ich kann das verschenken. Ganz, ganz viele Erdbeeren mal wieder. Mango, Salat, Trauben, Spargel, Bohnen, Kartoffeln, Tomaten, Sellerie, Karotte. Also wieder alles drum und dran. Extrem viele Avocados. Richtig geil. Ich habe gestern schon meinem neuen Nachbarn eine Nachricht geschickt, ob er auch Interesse hat, hier was von zu haben, dass ich ihm das schenke. Ich weiß aber nicht, ob er vegan ist. Er hat mir auf jeden Fall geantwortet, dass er Veggies holen will, also Vegetables. Und ich hoffe mal nicht, dass er vegan ist, weil sonst werde ich die Milch nicht los. Aber ja, das ganze Dumpster Diving, das ist für mich echt ein Triggerpunkt. Für mich ist gesunde Ernährung extrem wichtig. Und gerade im Supermarkt werden ja die Sachen frühreif geerntet und was weiß ich. Also ich mag das eigentlich echt überhaupt nicht.
Aber ich bin froh, dass immerhin so viel Gemüse da ist. Also das ist echt, echt, echt sehr, sehr geil. Und das ganze Zeug ist Gift für mich als Diabetiker vor allem. Und ich weiß nicht, ob ihr es wisst, Zucker, gibt es viele Experimente, macht 7-mal süchtiger wie Kokain. Da gibt es ja diesen einen GIF, diesen einen Post habe ich mal gesehen von Coca-Cola. Wie ging das irgendwie? Coca-Cola machte Kokain bis Datum bla 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 in das Getränk und dann haben sie etwas viel Besseres gefunden. Es macht süchtiger und ist unauffälliger. Zucker. Zucker ist so, so hart und gerade für die Zähne, also man kennt ja diese typischen Crystal Meth Opfergesichter, wo so total zerstörte Junkies zu sehen sind. Und solche Zähne kriegst du auch von Zucker, nicht nur von Crystal Meth und den harten Drogen. Für mich ist Zucker wirklich, wirklich eine sehr, sehr harte Droge. So, alles aussortiert, das habe ich alles zu verschenken. Das heißt, ich schicke jetzt erstmal meinem Nachbarn eine Nachricht. Und wir haben hier eine Telegram-Gruppe mit den ganzen Communities unten, mit allen Leuten, die hier leben. Und in letzter Zeit verschenken alle ganz viele Samen und so weiter. Und dort poste ich jetzt auch rein, dass wenn irgendjemand was kostenlos haben will, dann schenke ich ihm das. Und das sind die Sachen, die ich aussortiert habe. Hauptsächlich Tomaten und Früchte und Avocados. Und es kam eine Frage rein. Ich verlinke sie euch mal hier, wie ich Smoothies zubereite. Und das zeige ich euch jetzt. Schritt Nummer 1, erstmal alles waschen und ja, gucken, ob da irgendwie was verschimmelt ist. Und ja, hier ist was verschimmelt. Kriege ich jetzt gerade raus. Das finde ich immer so schlimm mit Beeren, also Himbeeren, Erdbeeren. Die schimmeln nach einem Tag, manchmal nach ein paar Stunden schon. Aber soweit okay. Und Schimmel ist ja an für sich auch nicht schlimm, nur zu viel Schimmel. Und hier baue ich übrigens gerade meine provisorische neue Küche und ich weiß nicht, ob ihr die jungen Bäume seht, vielleicht mit einer kleinen Baumschule. Und hier will ich auch den Solartrockner bauen, habe ich im letzten Video schon erwähnt. Das hoffe ich diese Woche machen zu können, weil dann hätte ich diesen dicken, fetten Sack an Erdbeeren, könnte ich jetzt trocknen und zubereiten. Weil, wie gesagt, die ganzen Erdbeeren, die werden in 1-2 Tagen schlecht. Also wir machen jetzt sogar ein ganzes Frühstück. Erstmal ein Smoothie und dann will ich aus den Erdbeeren Mousse machen. Ich habe mich 3 Monate nur von Früchten und Nüssen ernährt und daran orientiere ich mich jetzt auch. Also Säfte habe ich mir hier einen schönen Stein geholt und ja, ich wasche den eigentlich auch fast nie. Und ich habe jahrelang diese typischen Saft Dinger geholt, aber die zu reinigen, das ist ja mal 10-mal aufwendiger wie hier einfach mit dem Stein Saft zu pressen. Und man macht sich hier auch echt null schmutzig. Also meine Finger haben keinen Orangensaft abbekommen bis jetzt. Dann ein paar Erdbeeren. Also je härter die Früchte, desto eher empfehle ich die klein zu schneiden. Also gerade wenn man Apfel und sowas macht, die würde ich wirklich so klein wie es geht machen, damit man nicht so viel Kraft braucht. Und ich mache auch immer kleine Portionen und mehrfach. Das heißt, wir machen jetzt erstmal hier die Erdbeeren rein. Dann will ich die Mango hier benutzen. Übrigens kann man Mango auch mit Haut essen. Ich war ja mehrere Monate in Kuba, Haiti und so weiter. Die essen es alle wie Äpfel. Aber hier würde ich es nicht machen. Die werden ja in den Containern, wenn die hergebracht werden, mit so einer Chemikalie besprüht, damit die noch nachreifen. Die werden ja alle frühreif geerntet. Und guck, die ist frühreif. Die ist eigentlich noch nicht bereit. Die ist sowas von frühreif. Und das Problem ist auch, jedes Mal, wenn ich filme, dann will ich alles schnell, schnell, schnell machen. Und ganz ehrlich, da mache ich oft gar nicht die Sachen so, wie ich sie normal mache. Da fühle ich mich immer so ein bisschen, als würde ich euch was vormunkeln. Aber ich will halt auch jetzt keine 3 GB Datei haben, die ich später dann schneiden muss, deswegen versuche ich mich hier immer zu beeilen. Dann haben wir hier jetzt die Früchte drin. Dafür benutze ich den Kartoffelstampfer, der passt hier perfekt rein. Und jetzt wird schön gedrückt. Aber ich glaube, die Mango versaut mir gerade alles. Ja, die ist zu hart. Das heißt, wir machen das jetzt alles hier rein. Ich glaube, die verstopft das hier richtig. Und jetzt mal gucken, wie viel Sauerei ich mache.
jetzt sage ich mal 3-4 Minuten dann so rumdrücken. Ich habe noch vom letzten Dumpster Dive eine Banane übrig. Ich sehe, die schimmelt, aber die kommt trotzdem rein. Also so habe ich es bisher gemacht. Aber ich muss sagen, der ganze Bereich ist ja praktisch nicht meins. Das ist für meine Gäste hier alles. Ich möchte ja autark leben, das heißt ohne Gas, sondern mit Holzofen. Und dann dachte ich, probieren wir mal die Idee aus. Ich habe hier ein Holzstück, aber mit dem Kartoffelstampfer, so sieht jetzt das Smoothie aus. Und wir machen jetzt den Erdbeerbrei mit diesem Holzstück. So, und plötzlich war der Akku leer, deswegen machen wir das jetzt nochmal. Ich war jetzt stundenlang fleißig, mein Nachbar müsste gleich jeden Moment kommen. Also mit dem Holz funktioniert das echt gut. Aber hier kann ich sowas zum Beispiel machen. Aber ich muss sagen, das funktioniert nur mit diesem Behältnis so gut. Und da ich eh so viele Erdbeeren habe, machen wir das jetzt mit dem Kartoffelstampfer. Ja, das ist der Erdbeertisch. Und das will ich jetzt machen. So ein, ich glaube, man nennt das Kompott, einfach nur Erdbeeren. Wie können Erdbeeren so süß sein mit so wenig Zucker? Davon machen wir jetzt mehr. Sehr geil. Ich freue mich gerade voll, wieder roh vegan zu essen. Also wie gesagt, ich hatte mal ein Experiment gemacht. Das waren, glaube ich, so an die 3 Monate, wo ich nur Früchte und Nüsse gegessen habe. Und das war eines meiner Lieblingsgerichte. Ich habe damals schon versucht, mich daran zu orientieren, nur das zu essen, was ich selber produzieren und aussehen kann. Und ja, ich könnte jetzt eine Marmelade draus machen. Dazu wird man das so lange aufkochen, bis es ein bisschen dickflüssiger wird, und dann tonnenweise Zucker reinmachen, also nichts für mich. Ich esse roh und ja, so ist es auch am leckersten. Und jetzt zeige ich euch ein geiles Frühstück. Man nehme so eine ganze Packung, ein halbes Kilo Erdbeeren, ein paar Früchte der Auswahl, bei mir jetzt Orange und ein halber Apfel. Dann die billigsten Samen meines Wissens hier in Portugal, sind einmal, die man kaufen kann, sind einmal Kürbiskerne, einmal Sonnenblumenkerne. Und die bekannten Erdnüsse natürlich. Und ein wenig Honig hier aus der Region. Und das Geile ist, alles was ihr hier seht, wächst hier gerade. Wir haben hier einmal Erdbeere. Wir haben hier einen Kürbis. Wir haben im Garten eine Sonnenblume. Und den Honig kann ich nicht selber machen. Ich hatte das so lange nicht mehr, das ist so geil, vor allem natürlich der Honig. Oh mein Gott. Aber ja, Thema Gesundheit. Ihr wisst, ich habe vor 3-4 Jahren wirklich viele, viele chronische Krankheiten gehabt. So wie die Vorstufe von Schuppenflechte. Ich hatte hier einen Hautausschlag. Ich hatte hier einen chronischen Hautausschlag. Und bin von Arzt zu Arzt gerannt, aber ich will jetzt nicht die ganze Geschichte erzählen, die habe ich, glaube ich, in 2 Videos schon erzählt. Und mein Weg zur Gesundheit hat erst angefangen, wo ich aufgehört habe, zu Ärzten zu gehen und aufgehört habe, auf Ärzte zu hören. Als Diabetiker, in meinem Fall, ist es unglaublich, was ein Diabetologe für Unsinn redet. Also, das ist auch, ich habe einige Kunden gehabt mit der Biofilmausleitung zum Beispiel. Die sind zu einem Darmspezialisten gegangen. What the fuck, der kannte das nicht. Also ohne Witz, für mich sind alle Fachkräfte, Fachidioten, wie man auch sagt, mehr oder weniger gebrainwashed, aber nicht in der Hinsicht, dass was sie wissen falsch ist, sondern dass sie riesen Wissenslücken haben, die so unglaublich wichtig sind. Mein roter Faden jetzt seit 1-2 Jahren ist die Ernährung der Blue Zones. Schaut euch gerne mal die Blue Zones an. Das sind die Regionen mit den ältesten Menschen der Welt. Daran orientiere ich mich jetzt schon seit einigen Jahren. Das heißt, ich bin nicht vegan. Also die ganzen Trends, was so rumgehen und so weiter, die folge ich nicht mehr. Weil wenn man sich die Blue Zones anschaut, die Leute werden dort über 100 Jahre alt, sind noch topfit. Und in Italien zum Beispiel ganz viel Olivenöl mit Brot, diese tödliche Kombination, was jeder sagt. Dann in Costa Rica ist es, glaube ich, wo die fast nur Tortillas essen mit Fleisch.
Also auch laut der modernen Gesundheitsberatung immer total ungesund. Und ja, deswegen meine Orientierung ist auf jeden Fall immer glücklich zu sein mit dem Nervensystem und bunt zu essen. Ich will wirklich nur noch bunt essen. Ich habe fast alles an weißen Lebensmitteln aus meinem Leben komplett gestrichen. Also Salz, Zucker, Mehl. Ja, mein Nachbar war hier und wie erwartet, er isst nichts davon. Also nichts von den ungesunden Sachen. Der hat sich jetzt hier einen Haufen Gemüse genommen und so weiter. Aber Milch ist noch hier und das ganze Zuckergift. Das heißt, es wird wahrscheinlich wieder zurück in die Milch. Dafür aber richtig geil. Ich lerne meinen Nachbar jetzt erst so richtig kennen und der ist ja ein krasser Experte in Tinkturen machen und so weiter. Der hat eine eigene Destillerie und ja, der, was er mir gerade alles erklärt hat, unglaublich. Also ich werde aus meinem Eukalyptuswald hinten viele Tinkturen machen und ja, wir sind jetzt hier in meiner alten Küche. Dieser Holzofen muss noch irgendwie nach oben kommen, damit ich wieder kostenlos kochen kann. Und was wir morgen wahrscheinlich machen werden oder übermorgen, ist die 100-Euro-Spende einlösen. Also ich hoffe, dass es morgen schon funktioniert. Und wir werden nicht nur 1000-Liter-Tank holen, sondern das hier. Das habe ich selber gemacht. Viele kennen es aus anderen Videos. Das ist Steinmehl. Das habe ich produziert, als ich hier diese Schublade machen wollte. Und das ist jetzt keine gute Qualität, aber das können wir tonnenweise kostenlos bekommen. Und eine Freundin hat schon an ihrem Lehmhaus gemacht. Das kennt ihr wahrscheinlich auch aus anderen Videos. Also bin ich mal gespannt. Und das ist übrigens die Steintreppe, die mein Freund gebaut hat, wo ich ihm den Gaskanister geschenkt habe. Ja, wird nicht viel benutzt, wie man sieht. Dann kam eine 30-Euro-Spende. Wieder richtig geil. Also ich habe gesehen, Bilanz nennt sich das, glaube ich. Ich glaube, du hast ein Unternehmen. Also für jeden, der hier irgendwie spendet und ein Unternehmen hat, schreibt den Namen dazu. Ich mache gerne Werbung für euch. Von deinen 30 Euro habe ich mir einmal für 6 Euro diese Samen geholt. Zeige ich gleich genauer. Ich habe alle schon ausgesät. Gestern im Regen, da konnte ich nicht filmen. Und 30 Zwiebeln. Ich habe mir Jungpflanzen gekauft, ich habe mir Jungpflanzen gekauft, weil jetzt schon die Zeit zum Aussehen zu spät ist. Und genau, für 4 Euro habe ich 30 Zwiebeln bekommen. Dann sehen wir auch direkt deine Samen aus, also gerade die Gewürze. Da habe ich einmal Thymian, einmal Basilikum und einmal Rosmarin. Und das will ich dann hier hin machen, damit ich immer beim Kochen oder meine Gäste beim Kochen schön pflanzen können. Da habe ich meine selbstgemachte Terra Bretta Erde, der Versuch, und richtig gute Aussaaterde. Hier pflanzen wir die jetzt ein. Dann wird es dank deiner Spende richtig leckere Kräuter für mich und meine Gäste hier geben. Kann ich mal noch zeigen, was ich hier noch alles so anbaue. San Andrea, die Samen sind übrigens die restlichen, was von euren Spenden vom letzten Video noch übrig geblieben sind. Hier sehen wir die Paprika, hier sehen wir Chili, vielleicht erkennt ihr das. Das ist dieselbe wie die hier oder wie die hier. Wer erkennt's? Dann haben wir hier Lemon-Mörtel, also das schmeckt 1:1 wie Lipton-Eistee. Und von der Freundin habe ich ganz viele Kräuter geschenkt bekommen, von Basilikum, Oregano. Und da wachsen die Erdbeeren, die keimen aber bisher nicht. Dann habe ich hier einfach meine Essensreste reingesteckt. Das ist eine Lauchzwiebel. Die ist von null gewachsen, eine normale Zwiebel. Da erkennt ihr die. Und hier ist noch so eine Art Minze. Nennt man, glaube ich, Lemon Balm. Schmeckt wie Zitrone. Also die ersten 10 Euro gingen in die Pflanzen. Vielen, vielen Dank. Die nächsten 10 Euro gehen dann wie immer in den Baum. Die werden jetzt gesammelt, damit dann im Winter die Bäume gepflanzt werden. Und für die restlichen 10 Euro werde ich mir Internet sehr wahrscheinlich holen. Also das letzte Video, vielleicht habt ihr es mitbekommen, ich konnte es nur uploaden dank der Spende. Also die kam wirklich punktgenau, dass ich mir noch Internetguthaben aufladen konnte. Und sehr wahrscheinlich wird es morgen leer gehen. Ich habe dieses Video, was ihr jetzt gerade schaut, schon angefangen zu schneiden. Ich weiß aber nicht, ob ich es heute oder morgen schaffe, es fertig zu schneiden. Und falls nicht, werde ich mir dann noch für die restlichen 10 Euro Internet holen, damit ich dieses Video für euch gescheit schneiden kann und uploaden kann. Bevor es an die nächste Spende geht, schicke ich jetzt erstmal einem Freund eine Voicemail, ob wir morgen schon den 1000 Liter Tank holen. Hey ho, so the stone powder we can get and tomorrow would fit perfect for me. So, dann schauen wir mal, ob wir eine Antwort bekommen.
Jetzt geht's zum nächsten Kommentar. Ich blende ihn euch hier ein. 1 Euro wurde mir gespendet. Also vielen Dank erstmal für den Euro. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Nachricht dabei kommt mir ein bisschen komisch vor. Also normal mache ich für einen Euro sowas nicht, zumal sowas kostet mehr wie 1 Euro. Aber da ich ein schlauer Fuchs bin, hebe ich sowas schon seit Jahren auf, damit ich das für so Momente wie jetzt nutzen kann. Und ich will ja auf Gas verzichten, deshalb bauen wir jetzt einen Hobokocher. Vielen Dank für die Stichwörter, also ein richtig geiler Kommentar. Das ist so ein typisches Bushcraft-Koch-Sache. Und wenn ich jetzt ein richtiger Bushcrafter wäre, würden wir das jetzt alles mit einem Messer machen. Aber ich habe nicht umsonst mehrere tausend Euro in Maschinen investiert. Deshalb versuchen wir hieraus jetzt einen Kocher zu machen. Also der Plan ist, mit dieser Dose Kaffee kochen zu können. Und das heißt, wir wollen hier drin Feuer machen und wir brauchen einmal Löcher unten, damit das Feuer an für sich Luft bekommt und damit wir das nicht ersticken hier oben nochmal. Also dank die geilen Stichwörter habe ich mir ein Video von Fritz Meinecke von vor 9 Jahren angeschaut. Und wie gesagt, die machen das alle mit Messer, aber ich mache es mit einer einfach. Jetzt will ich hier so eine kleine Tür machen, um Feuer nachzufüllen. Und ja, auf gar keinen Fall nachmachen. Ja, eigentlich müsste es so jetzt schon funktionieren. So, dann würde ich sagen, wir testen das mal. Ich habe hier ein bisschen Kien sparen. Ich mache es jetzt schnell und einfach. Ich könnte es jetzt auf diese Bushcraft-Methode machen, aber ich habe ein Feuerzeug. Wie immer, schnell und einfach funktioniert nichts. Also oben habe ich fast das Feuer erstickt und jetzt brennt eigentlich die ganze Dose. Das war nicht Sinn und Zweck der Sache. Aber mal gucken, ob es funktioniert. Ich habe auch leider nur nasses Holz. Deswegen raucht es jetzt auch so extrem viel. Aber schauen wir mal. Mal guck. Ich glaube, ich muss es schon noch erhöhen, weil so ersticke ich das Feuer. Mehr oder weniger. Muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen erhöhen. So brennt es richtig gut. Oder ich mache hier oben noch mehr Löcher rein. Also jetzt nicht denken, das wäre ein How-To-Video oder irgendwie sowas. Aber ich glaube, die Idee ist, das Holz dann so reinzustecken und so zu lassen. Das ging jetzt schnell. Kaffee ist fertig. Und ich habe eigentlich nur 2-3 solche Stöcker bekommen, benutzt. Also, oh wow, schaut es euch an. Ich habe meinen Tisch angebrannt. Der glüht richtig. Krass. Wegen der Box hier. Muss ich jetzt aufpassen. Neuer Tag, neues Glück. Ich hatte anscheinend meinen Finger am Mikrofon und ja, ich habe meinen Hobokocher noch mal ein bisschen ausgebessert, habe oben noch mehr Luftlöcher reingemacht und ich bin echt erstaunt, wie gut das funktioniert. Auch hier habe ich, meine ich, wieder nur 3 Äste gebraucht und ja, ich bin schon bereit loszufahren. Die ganze Schokolade ist im Auto. Ich habe meinen Freunden schon Bescheid gesagt, aber ich glaube, niemand will die haben. Das heißt,
Ich werde die wahrscheinlich wieder zurück in die Mülltonne schmeißen. Und meine Freunde helfen mir, den 1000-Liter-Tank zu holen. Das heißt, es wird die Mission des Tages. Und dann hoffe ich, dass wir das heute schaffen. Oh mein Gott, Leute, da fährt gerade mein Transporter weg. Meine Freunde haben mir geholfen, den hierher zu bringen. Und noch eine geile Nachricht. Ich habe eine Solarpumpe, eine Wasserpumpe geschenkt bekommen. Aber die ist kaputt. Der Motor müsste noch funktionieren. Aber dann kann ich den 1000-Liter-Tank hoffentlich noch mit dem Wasser von der Strömung auffüllen. Also das ist ein gebrauchter von der Tankstelle. Das heißt, da ist Öl drin. Der muss auf jeden Fall gut gereinigt werden. Und ich brauche die Anschlüsse. Und deswegen gehen wir jetzt einkaufen und kaufen die Anschlüsse. Ich habe mal wieder auf Verdacht gekauft, hoffentlich die richtige Größe. Aber ja, ich habe schon getestet, es passt sehr, sehr geil. Und ich war auch wieder bei meinem Händler des Vertrauens. Er hat mir wieder ein paar kaputte Paletten geschenkt, in dem Fall zwei. Und ja, es gibt ein paar Neuigkeiten. Ich bin morgen bei einem Freund und wir holen jetzt das Steinmehl kostenlos ab. Und wir wollen das dann auch testen, ich und mein Nachbar zusammen. Ob man daraus ein Haus bauen kann. Wenn nicht, dann werden wir sehr wahrscheinlich zusammen Lehm bestellen. Dadurch, dass wir jetzt zu zweit sind, haben wir Anfahrtsgebühren, können wir uns die teilen. Aber selbst er ist auch noch nicht bereit, ein Haus zu bauen. Das wird, wenn dann, Ende des Jahres passieren. Aber schon mal mega geil, jetzt hier einen Nachbar zu haben. Und dann gibt es auch noch extrem geile neue Nachrichten. Ich habe es nicht erzählt, aber ich war jetzt am Wochenende auf einer Party. Ein Kollege hat mit anderen Kollegen sich zusammengetan und ein Healing Center eröffnet. Also es hat auch einen Namen und hat jetzt schon eine Facebook-Seite und Instagram und so weiter. Und ich darf es euch zeigen. Also dort werden zum Beispiel... Oh, das hat meinem Auto wehgetan. Dort könnt ihr dann Magic-Zeremonien machen. Also sind zwei Personen, die machen beide ganz unterschiedliche Retreats. Das eine ist eine sehr vegane Ansicht und das andere ist dann eher auf spirituelle Zeremonien gerichtet. Und ja, ich bin gespannt, wie viel ich euch sagen darf, aber ich kann euch mal ein kleines Geheimnis sagen. Bei der Party am Wochenende war Alkohol verboten, aber alles andere erlaubt. Mehr erfahrt ihr vielleicht bald. Ja, meine Freunde, jetzt wird spannend. Jetzt geht es darum, das auf mein Land zu bringen. Mein Freund will auch nicht diese schlimme Straße runterfahren. Und deshalb wird er jetzt gezogen. Aber davor will ich euch jetzt zeigen, was ich hier habe. Ich war gerade mit einem Freund beim Steinmetz und habe dort das hier geholt. Das ist Steinmehl, aber bei denen stand es im Regen, deswegen ist es nass. Aber das ist so eine Art Lehm. Wenn man das mit bestimmten Sachen mischt, kriegt man daraus Mörtel und so weiter. Das seht ihr in einem anderen Video. Und ja, in den nächsten Wochen und Monaten erwarten euch richtig viele spannende Sachen. Beziehungsweise mein Leben wird einfach gezwungenerweise spannend. Wie viel ich euch mitnehmen werde oder kann, das werden wir sehen. Aber das nächste Video wird auf jeden Fall darum gehen, wie ich diesen 1000-Liter-Tank anschließe, ob er es überhaupt wasserdicht überlebt. Deswegen abonniert gerne den Kanal, hinterlasst ein Like, pusht den Algorithmus und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen, euer Robin.